Hey, meine Rambas. Auch wenn es einige nicht gern hören, aber ja, ich bezeichne euch so ab und an zumindest nicht immer, aber hallo und herzlich willkommen. Ja, heute seht ihr die Michael Kutusow, den T8 Premium Kreuzer der Russen. Und gespielt wird er, muss ich mal gucken, von Rail Thunder. Ja, beim Matchmaking auf jeden Fall hat er es doch gut erwischt, weil Top-Tier, da gibt's ganz klar Schlimmeres. So, am Anfang das gewohnte Bild. Wir spulen, bis der erste Gegner kommt. So, und wir springen jetzt auch in die Real-Geschwindigkeit, in die Normalgeschwindigkeit. Ganz einfach aus dem Grund, weil Michael Kutuzov kommt unglaublich weit. 16 Kilometer für einen Kreuzer auf die 8. Ein phänomenaler Wert. Und da schauen wir mal, wie er da jetzt so performt. Das erste Ziel hat er sich gleich ausgeguckt, ist die Cleveland. Trifft auch schon, wenn auch kein Brandschaden in dem Fall bis dato leider. Aber was nicht, es kann noch werden. Schießen tut er auf jeden Fall mit HE, wie man sieht. So, jetzt wäre AP wünschenswert. Aber was man nicht hat, kann man nicht schießen. Ja, umladen hätte er schon mal können. Also der ist nämlich echt schön gefahren. Hat er hier ein bisschen Damage meines Erachtens verschenkt. Jetzt ist hier der Rauch an, wäre eigentlich ideal zum draus schießen, aber es ist kein Gegner offen, weil natürlich durch den Rauch die Sicht verdeckt ist. Auf beide Seiten. Jetzt sind sie wieder da. Aber er wird hier auch aus der Luft entdeckt. Und schön das Schlachtschiff mit HE eindecken. So macht Spaß, so ist es richtig. Neun Treffer, Schaden überschaubar, aber ganz wichtig, der Brandschaden, der kommt jetzt rein. Und jetzt muss er auch nur aufpassen von hinten. Da kommt auch einiges an Schaden zu ihm. Er nimmt jetzt hier mal sich seiner Torpedos zur Hilfe, macht einen breiten Fächer draus. Da ist die Cleveland und die macht natürlich unangenehmen Schaden, schießt halt verdammt schnell auch an einem Achter. So, jetzt ist er leider nicht mehr zu sehen. Auf jeden Fall hätte er die AP-Munition schon parat. Da ist er wieder. Und da kommen die Torps von einem seiner Mitspieler, kommen da gar nicht schlecht. Der eine, den wir hier so mittig haben, der könnte auch treffen. Und der hat auch getroffen und da ist er weg. Und da ist eine Fabregat. HE hat er geladen, perfekt. Zwei Zieltreffer. Leider nicht genug. Da muss mehr kommen. Ah, die Fuso hat es da mit den Torpedos gar nicht gut gemeint, weil der letzte, der hätte eigentlich schon vorbei sein können. So, und er muss hier aufpassen auf die Torpedos, die hier im Wasser sind. Nicht, dass er da irgendwie noch ungeschickt reinmanövriert, aber es schaut ganz gut aus. Da sollte eigentlich nichts anbrennen. Komm, Fabregat, du musst raus. Wissen wir doch alle. Schöner Treffer. Da hat er auch jetzt ein Problem mit seinem Antrieb. Kann wohl scheinbar nicht mehr reparieren. Bekommt jetzt hier immer mehr Damage. Also für die Fabregat, da sieht es wirklich so aus, als ob sie das Zeitliche segnen wird. Und die letzten Treffer Richtung Heck. Noch ganze 400 Hitpoints, aber ich glaube, da braucht man kein Hellseher sein, um zu wissen, der ist in dem Augenblick auch
Zerstört. Nun der Schaden auf die Fuso. Da vorne wieder Torps im Wasser. Aber diesmal keinerlei Gefahr. Er schießt weiterhin auf die Schlachtschiffe und man sieht, sein Counter an Treffern wird immer höher. Der wird jetzt auch nicht gerade irgendwie fokussiert, er kann jetzt wirklich einfach auf die raus schießen, so wie es angenehm ist. So, und jetzt vor ihm dann Miyoko, da kommt nochmal einiges, da muss er jetzt echt aufpassen. Nyoko, Nagato, wirklich die dicken Klopper. So, jetzt wieder AP, eigentlich schönere Munitionsart. Hat er auch geladen, perfekt, diesmal hört er auf mich. Und deswegen, kaum hört er auf mich, kriegt es auch eine Zitadelle. Er bräuchte hier die Nagato als Ziel, weil die kommt jetzt dann nachher gleich rumgedüst. Nee, nicht die. Nimm die Nagato, nimm die Nagato. Boah, die ist jetzt auch, die kommt jetzt wirklich gleich ums Eck rumgefahren. Ja, 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 und jetzt die Torps. Wo fährst du hin, Nagato? Komm schon rum. So, Miyoko kommt jetzt vorbei, Breitseite, und Nagato dreht wohl in die Insel. Also, da wirklich die Spätmöglichkeit, also die Nagato kann nicht mehr um die Insel rum. Aber die Torps. Aha. Jetzt auf einmal doch anders am Manövrieren. Jetzt kommt sie seitlich rum. Jetzt muss er natürlich nur vorfahren, dass er da nicht getroffen wird. Macht seinen Rauch an. Die Torps kommen super gut. Und es treffen 4 Stück. Und somit hat sie nur noch 10.000 Hitpoints. Oh, und von vorne die Mogami. Jetzt wieder eigentlich AP. Junge, lad AP brav. Boah, jetzt hat er die ganze Breitseite, die er hier offenbart, auf die Mogami. Torpedos kommen auch, aber er hat jetzt hier wunderschön die Zitadelle getroffen. Perfekt. Nagato ist zerstört. Mogami könnte jetzt auch weg sein. Perfekt. Da hat er jetzt aber mal mit der Damage-Keule geschwungen. Alter Verwalter. Das war perfekt. Das hätte er nicht besser machen können. Muss man einfach sagen. So und nicht anders, da hat er den Sieg represented, wie man so schön sagt. So, den Punkt könnte er, will er jetzt auch mal langsam haben, deswegen steht er jetzt hier auch so unmittelbar drauf. Und jetzt hat er, ich wollte gerade sagen, eigentlich Hilfe von Atago, aber die wollte den Punkt scheinbar nicht so gern haben. Also von dem her kämpft er alleine, aber holt sich auch denn den Punkt. Von den Schiffen her liegen sie vorne. Die Tickets, da führt der Gegner aktuell noch. So. Die Fubuki. Ja, man sieht auch gleich, er hat ein Auge für sie, hat HE geladen.
Fubuki hat nur Augen für ihn. Fubuki ist so nahe. Leider kann er sie nicht rausnehmen. Ja, ich glaube, das wird hier leider auf seine Zerstörung rauslaufen. Und ja, da ist er leider raus, aber hat sich das Großkaliber noch mehr als verdient. Er hat unglaublichen Schaden angerichtet und hat sein Team hier wirklich weit in Führung geschossen. Jetzt würde ich sagen, wir schauen nochmal so ein bisschen rein, aber er springt hier ein bisschen wirr durch die Gegend. Der Punkt wird auch gekappt. Hier ist die Action noch am meisten. Nürnberg gegen Miyoko. Aber eigentlich dürfte die Nürnberg hier den kürzeren ziehen. Oh, da sind Drops im Wasser, überall. Aber, oh, den vorderen nimmt er den echt noch mit, der war so lange. Nein, du. Oh, wie bitter. Und hier aber die Hipper, die müsste doch weg sein. Weiterhin ist natürlich das spannende Thema die Atago und die Miyoko. Aber, naja. Da ist mir gerade ein bisschen zu wenig Action dafür, dass wir wissen oder ich euch verraten kann. Ja, die Runde wird gewonnen. Er hat eine sehr schöne Runde mit der Kutuzov gespielt und ich denke, das hat man gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wünsche ich weiterhin viel Spaß bei World of Warships. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.